Und auch wir sind mit den Problemen in und um Österreichs Fußballstadien noch nicht fertig. Wir wechseln aber von St. Hanapi nach Klagenfurt. Das dortige Stadion, gebaut für die EM 2008, entpuppt sich nämlich immer mehr als Totalflop der Landespolitik. Dafür gerade stehen dürfen wieder einmal die Steuerzahler. Klaus Dutzler berichtet. Das Stadion wird ja auch nachher in Verwendung sein, denn es ist uns ja gelungen, einen Bundesliga-Club wieder in Kärnten zu etablieren und damit spielt jemand im Stadion. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil sonst wären wirklich nach den drei Spielen im Stadion nichts mehr los. Anpfiff in der Regionalliga Mitte. SK Austria Klagenfurt gegen FC Pasching. Der Tabellensiebte gegen den Tabellensechsten. Fußballrealität im ehemaligen EM-Stadion. Die offizielle Besucherzahl 720. Freie Plätze 31.280. Der Schriftsteller Egid Gstettner wohnt hier gleich um die Ecke. Gstettner ist Fußballfan. Das leere Stadion hält er für ein perfektes Symbol Kärntner Politik. Naja, man hat 6 Jahre gewusst, dass die Europameisterschaft kommt, das Stadion kommt. Und man hätte 6 Jahre Zeit gehabt, über Nachtnutzung nachzudenken. Ich für meinen Teil habe das gemacht. Nur ich bin ja nicht der zuständige Politiker dieses Landes und dieser Stadt. Man hat mich nicht gefragt und das war nicht mein Job. Man sieht eben, dass an Nachnutzung nicht gedacht wurde und dass die Gesamtsituation, so wie sie sich jetzt präsentiert, bedauerlicherweise einfach ein Schildbürgerstreich ist. Da können die Pressesekretäre der Parteien sagen, was sie wollen. Ein Rückblick. Jahrelang wurde um den Bau des Stadions gestritten. Mit aller Gewalt kämpfte der ehemalige ÖVP-Bürgermeister Scheucher mit Jörg Haider um den EM-Standort Klagenfurt. Knapp 70 Millionen Euro wurden investiert. Jetzt, 3 Jahre nach der Europameisterschaft, ist von der Anfangseuphorie wenig geblieben. Das Stadion steht meist leer, der Oberrang ist für Zuschauer gesperrt. Zuletzt musste das Cup-Finale abgesagt werden. Ein Debakel. Das Stadion ist jetzt in einem aus meiner Sicht rechtlichen Zustand, in dem es ein Schwarzbau ist. Es gibt jetzt eine neue Baurechtsverhandlung, wo das Stadion permanent gemacht werden soll. Das heißt, es soll in dem Zustand belassen werden. Es gibt Gutachten, wo also Verstärkungen notwendig sind. Es gibt ein Gutachten, wo zurzeit die Dach- und Tribünenkonstruktion nicht der baurechtlichen Norm entspricht. Das heißt, es ist gefährlich, wenn man sich unter dem Dach befindet. Da sind also Schwingungen möglich und so weiter. Und ich finde es eigentlich unverantwortlich, wenn der Herr Bürgermeister in diesem Zustand das Stadion überhaupt für eine Benutzung freigibt. Und das ist der Bürgermeister. Einst Tennislehrer Jörg Haiders ist der Mann heute dafür verantwortlich, den Prestigebau des einstigen Mentors einer einigermaßen sinnvollen Verwendung zuzuführen. Natürlich hat das Stadion für mich sehr viele Hürden oder sehr viele Probleme bedeutet und ist jetzt noch nicht ganz ausgestanden. Aber ich sage, wenn man so ein Amt übernimmt, dann muss man natürlich auch die Baustellen übernehmen, auch die, die vielleicht nicht richtig aufgestellt waren, auf die richtige Schiene bringen, darf sich nicht der Verantwortung drücken. Und dieses Stadion bedeutet viel Arbeit, aber ich hoffe, diese Arbeit wird dann auch letztendlich so fertiggestellt, dass es der Kärntner Bevölkerung und den Klagenfurtern und Klagenfurtern auch etwas bringt. Gebracht hat das Stadion bisher recht wenig. Die 3 Europameisterschaftsspiele waren ausverkauft. Und sonst? Die Fanzonen in der Innenstadt fanden wenig Zuspruch. Ein paar versprengte Fußballfans aus Deutschland, Kroatien und Polen sorgten für miese Umsätze und miese Stimmung. Der Bürgermeister zieht Bilanz. Es ist keine Garantie, wenn man eine Europameisterschaft veranstaltet, dass dann die darauf folgenden Jahre aufgrund dieser EM sozusagen die Tourismuszahlen und alle anderen Wirtschaftszahlen gleich nach oben fahren. Also es hat nicht viel gebracht, klingt ein bisschen durch, diese Europameisterschaft für Klagenfurt, diese 3 Spiele. Hat nicht viel gebracht. Es wird in gewissen Bereichen was gebracht haben, in anderen Bereichen muss man natürlich den Aufwand da dafür gegenrechnen. Der finanzielle Aufwand dürfte schon bald um einiges ansteigen. Das Stadion wird nämlich nicht mehr wie geplant auf 12.000 Plätze zurückgebaut, sondern in seiner aktuellen Dimension für die Ewigkeit erhalten. Kosten zumindest 15,5 Millionen Euro. Es zahlt der Bund. Lokalaugenschein der Umbauexperten der Baufirma Porr und des Klagenfurter Sportparks. Die alte Norm hat gesagt, das Gebäude darf schwingen, aber es darf nicht zum Einsturz kommen. Die neue Norm sagt, das Gebäude darf nicht so viel schwingen, dass der Zuschauer sich nicht mehr wohlfühlt. Und genau diese neue Norm greift jetzt im Endeffekt und dadurch muss die Dynamik verbessert werden.
Und damals war ja das Augenmerk hauptsächlich auf die Zerlegbarkeit, auf die Rückbaubarkeit, und dadurch hat man natürlich Schraubverbindungen verwendet. Und wie jeder vielleicht selber weiß, wenn man was zusammenschraubt und das wird immer wieder benutzt, dann können sich Schrauben lockern. Im Prinzip, das ist einfach nicht so stabil, als wenn man es fix herstellt. Zurück zu unserem Match. Klagenfurt gegen Pasching. Die Leistung der Heimmannschaft? Mies. Pausenstand 0:1 für die oberösterreichischen Gäste. Ein Blick auf den Oberrang. Kurios, 5 Jahre nach Baubeginn ist noch immer nicht klar, ob dieser Bereich der Baufirma Porr oder doch der Stadt gehört. Das juristisch unterschiedliche Standpunkte offenbar gibt es hier ja einfach. Die Baufirma wird natürlich für sich oder sozusagen für ihre Interessen eintreten, die Stadt wiederum für ihre, und in dem Fall gibt es eben unterschiedliche Ansichten, aber das sollte doch auch im Zuge dieser Fertigstellung endgültig bereinigt werden. Das Thema regt auf. Streitgespräch in der Redaktion der Kärntner Tageszeitung. Alle an einem Tisch. Bürgermeister, Opposition, Anwalt und Sportstadtrat. Morgen findet die entscheidende Bauverhandlung für den Umbau des Stadions zur Multifunktionsarena statt. Die Stimmung ist gereizt. Hätte man viel früher schon mit einer neuen Bauverhandlung beginnen müssen, ja, damit da kein Zwischenstand entsteht. Und jetzt haben wir aber eine baurechtliche Lücke. Das ist leider der Fall. Und das ist der Vorwurf an die Stadtverwaltung, die das einfach versäumt hat. Ein falscher Vorwurf, wie wir es dir jetzt ja schon 4-mal erklärt haben. Weil du hast das 5. Mal auch noch gesagt, das 10. Mal und das 15. Mal, um Verunsicherungspolitik zu betreiben, so wie es in der Stadt von der Fraktion ja, wie wir es ja auch gewöhnt sind. Ich bin ja derjenige, der der Stadt weitere große Kosten ersparen will. Also das ist ja mein Gedanke, mein Grundgedanke. Wir müssen überall sparen. Du musst dir für die Stadt denken. Du darfst nicht immer für die Stadt das Negativste dir wünschen, dass das eintritt. Du musst unsere Position mit verteidigen, weil sonst muss der Mandat aufgeben. Und noch ein kurioses Detail. Weil das Stadion nun nicht zurückgebaut wird, ist das bestehende Dach eine Fehlkonstruktion. Die ersten 10 Sitzreihen wären nur in der Kleinversion regengeschützt. Und was sagen die Klagenfurter? Die Stimmung im Stadion ist recht eindeutig. Ich gebe der Stadtpolitik und der Landespolitik die Schuld, dass die daraus einfach viel zu wenig gemacht haben. Ist dieses Stadion zu groß für Kärnten, für Klagenfurt? Glaube ich nicht. Wir sind ja bestimmt 30.000 Einwohner in Kärnten. Warum? Die passen gerade einer da. Ich finde nicht. Es ist ein Märchenschloss, das einfach im Großen und Ganzen als Geisterschloss fast das ganze Jahr über leer steht. Gell? Nur ein paar Sitzkärnten rausgenommen. Wie viel? Ich habe gerade viel Gedanken gemacht, früher da oben in der zweiten Reihe, also ein paar Tausend schon. Ist dieses Stadion zu groß für Kärnten? Nein, wir brauchen so ein Stadion. Das ist die Zukunft für den Kärntner Sport, absolut. Die Realität schaut so aus. SK Austria Klagenfurt, davor der FC Kärnten und SK Austria Kärnten. 3 Vereine, künstlich um sehr viel Geld von der Politik am Leben erhalten, ebenso rasch mit hohen Schulden untergegangen. Dass dieses Stadion bald einmal Sinn macht, glaubt kaum jemand. Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Ich habe aber auch die Hoffnung auf den großen österreichischen Staatspreis. Ich habe die Hoffnung auf den Wildganspreis und die Hoffnung auf den Literaturnobelpreis. Hoffen kann man immer. Und ich glaube, man wird, wenn ich den Literaturnobelpreis bekomme, auch das Stadion füllen. Klagenfurt gegen Pasching, Endstand 0:2. Der Aufstieg von der 3. in die 2. österreichische Spielklasse wird heuer deutlich verpasst. Zuspruch aus der Vergangenheit. Wir haben nach vielen Jahrzehnten ein wunderschönes Stadion bekommen. Und die Kärntner sind ein fußballbegeistertes Volk. Und ich glaube, wir haben das schönste Stadion der Welt bekommen. Freuen uns darüber.